Das Verschwinden von Felix Heger, einer der rätselhaftesten unter den bundesdeutschen Vermisstenfällen. Seine letzten Spuren verlieren sich im Nordschwarzwald, über 100 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Sein Spielzimmer bei Oma Maria und Opa Johann ist unverändert. Ja, ich gehe die Sache noch um. Seit über 4 Jahren hat hier kein Kind mehr die Spielsachen angerührt. So lange wird ihr Enkel schon vermisst. Hier stand ein Stuhl. Wenn der morgens kam, ist er da drauf gestiegen. Da kam er gerade dahin so. Ne? Dann hat er so einen gegessen. Die haben sie immer mal hingelegt. Ja, immer da hingelegt. Dann hat er aber immer keine Ruhe. Sagt, Opa, noch eine. Ist noch Schokolade drin. Ne? Die wartet jetzt immer noch, dass er abgeholt wird. Ja. Das bleibt doch da. Ich hab immer gesagt, das bleibt da, bis er dann nochmal kommt, bis er wieder da ist. Ja. Wo ist Felix? Seit dem 6. Januar 2006 ist der zu diesem Zeitpunkt 2,5 Jahre alte Junge verschollen. Seit damals suchen ihn seine Großeltern. Dieser Zustand, der jetzt herrscht, ist unmenschlich. Du weißt, das Kind ist irgendwo. Und wenn es doch so sein sollte, dass er tot ist, dann möchte ich das doch auch wissen. Dann könnte man Abschied nehmen. Und man könnte dann noch mal zur Ruhe kommen. Aber so kann man es nicht. Es kann doch kein Mensch einfach verschwinden. Einfach so verschwinden von der Bildfläche. Das gibt's doch nicht. Johann und Maria Schmitz wollen endlich wissen, wo ihr Enkel ist. Im vermissten Fall Felix Heger stößt man auf zahlreiche Ungereimtheiten. Wir rekonstruieren sein Verschwinden, begleiten die Großeltern bei ihrer Spurensuche, treffen Ermittler, Gutachter und Zeugen. Sie alle sind, vergleichbar mit einem Puzzle, Teile eines Gesamtbildes, das uns am Ende eine Antwort auf die Frage bringen soll, wo ist Felix? Alles beginnt am Dreikönigstag 2006 in Oftersheim. In der Dachgeschosswohnung lebt Felix mit seiner Mutter. Sein Vater, der geschiedene Michael Heger, will ihn dort abholen. Doch anders als sonst sträubt sich der Junge heute, will sogar extra seinen Opa anrufen. Erst war meine Tochter dran und hat gesagt, der Felix möchte mit dir sprechen. Unsere Tochter war auch schon ganz aufgeregt. Und dann hat die Opa, bitte komm ich holen, ich möchte heute zu meinem Papa. Bitte, bitte komm ich holen. Er hat geheult. Wie dann gesehen hat, dass er von mir keine Hilfe bekommen hat, das verzeihe ich mir nie. Dann ist er im Wohnzimmer in die hinterste Ecke gekrochen, hat sich da versteckt. Seine Angst an diesem Morgen bleibt ein Rätsel. Aber Felix beruhigt sich und geht mit seinem Vater ins Wochenende. Bei der Grillhütte im Oftersheimer Wald werden die beiden das letzte Mal gesehen. Zwei Tage später. Michael Heger bringt Felix nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Mutter und Großeltern hoffen zwar, dass sich der Vater nur mal wieder verspätet, stellen aber beim Polizeiposten in Schwetzingen eine Vermisstenanzeige. Polizeisprecher Norbert Schätzle beschäftigt der Fall bis heute. Er erinnert sich an die ersten Maßnahmen am Tag nach der Vermisstenmeldung. Wir wussten, dass Michael Heger gerne mit Felix in den Wald gegangen ist, spazieren gegangen ist. Haben wir dann gesucht, haben dazu auch Hubschrauber eingesetzt und auch relativ viele Polizeikräfte dann im Einsatz gehabt. Polizeibeamte öffnen Michael Hegers ein Zimmer-Apartment in Oftersheim. Sie finden keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, aber auf dem Bett 2 auffallend platzierte Bücher.
Wir haben dann in der Wohnung Bücher gefunden, die sich mit den Selbsttötungen befassen. Dann geht es in diese Richtung, dass wir dann schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt den Verdacht hatten oder auch die Befürchtung hatten, dass möglicherweise hier Schlimmes passieren kann. Felix' Mutter ist am Ende ihrer Kräfte. Das Verschwinden ihres Sohnes belastet Manuela Heger so sehr, dass sie bis heute nicht darüber sprechen kann. Die war am Boden zerstört, war nichts. Also da war gar nichts mitzumachen. Die hat dann hier gesessen, wir hatten damals die Möbel noch anders hier stehen. Die hat dann unter Gelegenheit gebrüllt. Im Nordschwarzwald, über 100 Kilometer von Oftersheim entfernt, entdecken Streifenpolizisten am 10. Januar 2006 zufällig das Auto von Michael Heger. Darin finden die Beamten ein paar Blutstropfen von ihm. 100 Schaften und ein Hubschrauber beginnen mit der Suche rund um den Wiedenfelsen. So. Vom Fahrzeug bis in den Wald hinein hatten wir immer mal wieder so eine Art Blutspur, Blutstropfen gefunden, die wir Michael Heger zugeordnet haben. Legt hier jemand absichtlich eine Spur? Suchtrupps folgen dem Blut und finden bald rund 400 Meter oberhalb des Parkplatzes ein Versteck im Wald. Dort Kleidungsstücke von Michael Heger, zwei leere Schnapsflaschen und eine Packung Schlaftabletten. Als einzige Spur zu Felix Heger haben wir einen Handschuh von Felix gefunden, aber auch nicht mehr von Felix. Das ist jetzt das einzige Indiz darüber, dass Felix sich möglicherweise dort aufgehalten haben könnte. Oder doch nur eine falsche Fährte? Denn die Zeugin Heike Reis-Seyfried macht über 30 Kilometer vom Waldversteck entfernt eine seltsame Beobachtung. Kurz nach 7 Uhr am Morgen des 13. Januar 2006 fährt sie bei Iffezheim über die Grenze nach Frankreich. Mitten im Niemandsland sieht sie plötzlich einen Mann mit einem kleinen Jungen. Irgendwie dachte ich, was machen die hier? Die passen hier eigentlich gar nicht her. Aber es sah natürlich im Gegenzug auch so aus, wie wenn die auf irgendjemand warten, der aus Frankreich kommt, der sie mitnimmt. Also das war die einzig logische Erklärung. Dieselbe Beobachtung machen zwei weitere Zeugen. Die Polizei dehnt die Suche nach Frankreich aus. Ohne Erfolg. Im Schwarzwald muss wegen schlechter Sicht und Schneefall abgebrochen werden. Erst 6 Wochen später sollten sich neue Spuren ergeben. Für die Großeltern beginnt damals eine psychische Katastrophe, die bis heute andauert. Ohne ihren Felix finden sie keine Ruhe, sind Gefangene der quälenden Ungewissheit. Ihr Enkelkind war bis zu seinem Verschwinden fast jeden Tag bei Oma und Opa.